Hallo und willkommen zurück zu Programmieren 2 in der technischen Informatik. In diesem Video schauen wir uns an, was denn das .NET Framework eigentlich genau ist. Ja, das .NET Framework ist eine sogenannte Bibliothek oder auf Englisch ein Framework, mit dem oder in dem Software-Artefakte enthalten sind, die man in seinem eigenen Code wiederverwenden kann. Und das .NET Framework selbst ist in sogenannte Assemblies aufgeteilt und Assemblies enthalten nichts anderes als vorkompilierten Code, den man dann eben letztendlich in seinen eigenen Projekten wiederverwenden kann, um bestimmte Funktionalitäten zu erreichen und damit bestimmte Probleme zu lösen. Das Beispiel haben wir hier. Wir haben hier die statischen Funktionen console_writeLine und console_readLine benutzt, um auf der Konsole eben etwas auszugeben und dann auf eine Eingabe zu warten. Und genau diese beiden Funktionen sind eben schon im .NET Framework implementiert und wir müssten uns nicht erst selber um das Implementieren dieser Funktionen kümmern. Ja, das .NET Framework ist selbst erstmal unsichtbar. Allerdings kann man, wenn man den Punkt References bei einem Projekt sich anschaut, sieht man, welche Assemblies von .NET eigentlich im Projekt referenziert werden. Und wir sehen hier, wir haben hier Microsoft C-Sharp, System, System.core, System Data und so weiter. Und jeder Punkt unter References entspricht eben einer Assembly, die referenziert wurde und dessen vorkompilierter Code hier jeweils genutzt werden kann. Und wenn wir einen Rechtsklick auf References machen, können wir auch andere Assemblies vom .NET Framework, da gibt es nämlich noch einige mehr, hinzufügen. Hier unter dem Punkt Assemblies, der muss ausgewählt sein, findet man eben alle Assemblies, die zu .NET Framework 4.5 gehören. Das ist die aktuellste Version, also um es genau zu nehmen, 4.5.1 seit Visual Studio 2013. Und wir sehen hier eben, dass wir System schon referenziert haben, System Core, System Data und so weiter. Und diese Assemblies sind eben nach bestimmten Kategorien und bestimmten, sagen wir mal Anwendungsgebieten gegliedert. Also beispielsweise Presentation Core, Presentation Framework und alles, was hier runter folgt mit demselben Vornamen, ist eben Oberflächenprogrammierung mit der Windows Presentation Foundation. Das heißt, wenn ich damit etwas bauen möchte, dann nehme ich eben diese Assemblies hinzu, beziehungsweise wenn ich das entsprechende Projekt auswähle, werden sie automatisch hinzugefügt. Ansonsten System Data wäre eben hauptsächlich Zugriff auf bestimmte Datenbanktypen, die ich nutzen kann, um auf Datenbanken zuzugreifen, oder System Service Model und wäre dazu da, um zwischen zwei Prozessen zu kommunizieren über standardisierte Protokolle. Und wenn ich eben eine bestimmte Assembly mit referenzieren möchte, um ihre Funktionalitäten, ihre Klassen zu nutzen, die vorkompiliert sind, wähle ich sie einfach aus und mache hier ein Häkchen. Und dann sehe ich eben hier an der Seite, dass die entsprechende Assembly referenziert wurde. Mit einem Rechtsklick kann ich dann auch sagen, ich brauche sie nicht mehr, ich möchte sie nicht mehr referenzieren. Und wenn ich dann Remove auswähle, dann ist sie auch tatsächlich verschwunden. Ja, neben dem .NET Framework kann man natürlich auch eigene Assemblies referenzieren. Man könnte hier genauso über den Add Reference Dialog eben sagen, ich möchte nach einer bestimmten Assembly suchen, die im Filesystem liegt, hier unter Browse, rechts unten. Was auch üblich ist, dass man in einer Solution eben nicht nur ein Projekt hat, sondern mehrere Projekte. Und wenn ich Code aus einem anderen Projekt wiederverwenden will, dann muss ich hier eben über den Punkt Solution Projects die entsprechenden Projekte referenzieren, von denen ich Code wiederverwenden möchte. Ja, die .NET Library ist sehr, sehr gut dokumentiert zu finden auf dieser Website msdn.microsoft.com/enus/library.
Und das ist eben die Einstiegsseite, und hier in der MSDN-Library findet man eben zu jedem Typen eine ausführliche Dokumentation. Also am einfachsten ist es immer, man gibt in dieses Feld hier oben den entsprechenden Klassennamen oder Funktionsnamen ein und sucht dann danach. Und dann sehen wir eben hier, es gibt eine System.Console-Class, und hier sieht man jetzt eben in Englisch, welche Funktionen diese Klasse bietet. Das wird hier aufgelistet. Hier unten gibt es dann auch noch ein bisschen Prosatext, wie man diese Klasse verwenden kann und was man alles beachten kann oder konfigurieren kann. Auch mit Codebeispielen, wie man sieht. Und die MSDN-Library ist eben der erste Ansprechpunkt, wenn man sich über eine bestimmte Klasse informieren möchte, die im .NET Framework enthalten ist. Das Ganze gibt es nicht nur auf Englisch, sondern wenn man hier eben ENOS durch DE.DE austauscht, häufig auch auf Deutsch. Teilweise sind die Sachen maschinenübersetzt. Das ist meistens okay, manchmal etwas unverständlich. Also wer sich des Englischen mächtig versteht, dem würde ich empfehlen, auch die englische Variante zu benutzen. Okay, als letzter Punkt ist eher ein fortgeschrittenes Thema, weil wir das jetzt in den Anfängen noch nicht brauchen werden. Aber es gibt neben dem .NET Framework natürlich auch eine große Sammlung von Open Source Paketen oder Assemblies, die bereitgestellt werden können. Und dazu gibt es in Visual Studio auch direkt den NuGet Manager integriert, mit dem wir eben uns Assemblies oder auch direkt Source Code, je nachdem, was das Paket anbietet, direkt in unsere Projekte mitholen können. Das Ganze findet man auf nuget.org letztendlich. Die Seite können wir auch mal benutzen. Das ist eben ein öffentliches Projekt, auf dem man seine eigenen Assemblies oder seinen Source Code hochladen kann, und andere Programmierer können dann direkt über den NuGet Package Manager sich die entsprechenden Pakete zu ihren Projekten hinzu installieren. Das Ganze ist noch ein bisschen besser, weil NuGet eben auch eine Versionsverwaltung gleich mitbringt. Das heißt, wenn ein Programmierer seine Pakete auf NuGet aktualisiert, kann man automatisch, wenn ich sie nutze, eben ein Update durchführen lassen, ohne dass ich da noch großartig was konfigurieren muss. Und das ist eben eine ziemlich leicht zu handhabende Sache. Microsoft geht mittlerweile auch dazu über, dass Teile des .NET Frameworks, wie zum Beispiel ASP.NET oder auch Entity Framework, das letztere ist ein OR-Mapper, das erstere ist ein Framework, mit dem sich Webseiten bauen lassen. Und diese werden teilweise jetzt auch Open Source gemacht und hauptsächlich bloß noch auf NuGet veröffentlicht. Warum? Weil die Entwicklung dann losgekoppelt wird vom eigentlichen .NET Framework, das ja immer in einem bestimmten Zyklus aktualisiert werden muss. Und wenn man eben die entsprechenden Unterprojekte so wie bei ASP.NET oder Entity entkoppelt, dann führt das letztendlich dazu, dass sie unabhängiger released werden können, dass Bugs schneller gefixt werden und so weiter. Und der Trend geht dahin, dass immer mehr Teile von .NET eben einzeln ausgelagert werden, wie auf NuGet, wie zum Beispiel die beiden eben genannten. Okay, das ist das .NET Framework. C-Sharp ist selber eigentlich bloß eine Programmiersprache, und es heißt öfters, dass Java und C-Sharp sind ja so ähnlich, und wer das eine kann, kann eigentlich fast schon das andere, und dem Punkt kann ich nicht ganz zustimmen. Natürlich muss man sich mit den Gegebenheiten einer Programmiersprache auseinandersetzen, aber neben dem eigentlichen Kenntnis um die Programmiersprache braucht man auch ein gehöriges Wissen an Framework, Klassen, Typen, alles was da vorkommt, wie setze ich welche Klasse ein, um ein bestimmtes Ergebnis zu haben,
Und genau das ist auch häufig ein Faktor für die Flexibilität und wie schnell man Code schreiben kann, der eine bestimmte Funktionalität erfüllt, beimisst. Also natürlich kann ich dann Java-Code lesen, aber wenn ich mich in dem entsprechenden Framework nicht so gut auskenne, brauche ich trotzdem relativ lang, um Code zu erstellen, der beispielsweise zwei Anwendungen miteinander kommunizieren lässt. Wohingegen ich das in .NET beispielsweise um 3 Uhr nachts im Schlaf runterbeten kann. Also neben der eigentlichen Programmiersprachenkenntnis ist Framework-Kenntnis meines Erachtens ein ganz wichtiger Faktor, den man als aufstrebender Programmierer mit beachten sollte. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.